Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Doch in unsere erwartungsvollen Reisevorbereitungen mischt sich die Erinnerung an die vielen schönen Urlaubsziele, die uns jetzt unerreichbar sind. In die unvergessene Harzlandschaft soll uns heute unser Film führen. Blankenburg, ein vielbesuchter Kurort im Harzvorland, ist das erste Ziel unserer Harzreise. Die schöne Lage und die abwechslungsreiche Umgebung machten die Stadt einst zum beliebten Urlaubsziel. Erfreut stellt man fest, dass sich das äußere Bild Blankenburgs kaum verändert hat. Alte Fachwerkhäuser geben dem Ort eine friedliche, anheimelnde Atmosphäre. Vom Alter ergraut, doch immer noch eindrucksvoll, erhebt sich das Rathaus, ein Zeuge aus den frühesten Anfängen der Stadt. Die eingemauerten Kanonenkugeln erinnern an Kämpfe, die es erlebte und überdauerte. Am Rathaus führt der Weg über eine ausgetretene Treppe bergan zum Schloss. Aus der Zeit des Kaisers Lothar, Anfang des 12. Jahrhunderts, kommt die erste Kunde von dem Schloss, das damals noch eine wehrhafte Burg war. Die Herzöge von Braunschweig wählten es später zu ihrer Sommerresidenz und verschönten es durch weite Parkanlagen. Heute beherbergt das schöne alte Gebäude eine Fachschule für Binnenhandel Konsum. Eine Sage von der Vermessenheit des Teufels begleitet uns auf dem Wanderweg entlang der Teufelsmauer von Blankenburg nach Thale. Die bizarren Felsszenerien sind die Reste einer Mauer, durch die der Teufel vergeblich versuchte, die Welt in zwei Teile zu spalten. Eine Stunde von Blankenburg entfernt liegt Regenstein, eine in Fels gehauene Burgruine. Die Burg, 919 von Kaiser Heinrich erbaut, war einst als Raubburg bekannt und gefürchtet. Ihr berüchtigtster Burgherr war Albrecht II., dessen Gestalt Julius Wolf in seinem Roman Der Raubgraf verewigt hat. Nur kurz ist der Weg von der Raubritterburg zum Kloster Michaelstein, einem ehemaligen Zisterzienserkloster. Ein frommer Einsiedler, Michael genannt, gab dem Kloster seinen Namen. Das Gut des Klosters trägt das Mal der unglückseligen Gegenwart. Es wurde zur LPG. Hoch ragen die Felsschroffen der Rosttrappe empor. Der Eindruck eines großen Pferdehufes auf dem Gipfel erzählt von einer Riesenprinzessin, die auf der Flucht vor dem Ritter Bodo auf ihrem weißen Ross todesmutig über die Schlucht sprang. Zu Füßen der Rosttrappe liegt die Stadt Thale, bekannt durch ihr großes Eisenhüttenwerk. Ihr schönes Bergtheater wird jedem Besucher noch in guter Erinnerung sein. Ebenso berühmt wie die Rosttrappe ist der Hexentanzplatz. Seltsame Sagengestalten sind in der wilden Landschaft des Bodetales heimisch. Auf dem Hexentanzplatz führt das Gefolge des wilden Jägers um Mitternacht seinen grausigen Reigen auf. Szenen aus Goethes Faust vom Hexensabbat auf dem Brocken schmücken die Walpurgishalle. Die großartigste Landschaftspartie des Harzes finden wir in der tiefen Schlucht des Bodetales zwischen Thale und Treseburg. Zwischen schroffen Felsklippen und dicht bewaldeten Hängen schäumen die wilden Wasser der Bode der Teufelsbrücke entgegen. Hier stürzt der Fluss über Granitblöcke, in die er zahlreiche Strudellöcher gewaschen hat. Die wildromantische Schönheit der Bode lebt weiter in unserer Erinnerung, trotz Schlagbaum und Stacheldraht.